Wenn du etwas bestellen willst, such dir einen Platz. Ich komme dann zu dir. Nun lass mich durch. Ich habe zu tun. Bedienst du hier ganz alleine? Ja, was meinst du, warum ich so gestresst bin? Ein Bier nach oben, drei Schinken an den Tisch hinten rechts. So geht das den ganzen Tag. Morgens heißt es dann noch sauber machen und abrechnen. Lever hat es hinter seinem Tresen echt gut. Der faule Hund. Kann ich dir helfen? Du? Nein. Du könntest höchstens unsere Kunden umbringen. Dann käme ich zur Ruhe. Also eine Quest für später, ich verstehe. Eine Quest für später. Gut, merken wir uns. Ich muss alle Kunden umbringen. Oh, was ist denn die Performance? Ey? So, das waren aber nur ganz normale Seeleute, ne? Möchte ich die Ratte töten? Weg mit der Waffe! Na bitte, ja, geht doch. Entspannt euch mal. Bloß weil ihr da schlaft und ich eine Waffe ziehe, mit der ich euch im Schlaf die Kehlen aufschneiden kann, müsst ihr nicht gleich ausflippen. Alles ganz ruhig hier, so. Irgendwo war ich jetzt noch nicht, weil mir die Frau auch noch fehlt. Hier irgendwo rumeiern muss. Gib ich ihm den Schlüssel wieder? Ach, warum nicht? Ich habe hier deinen Schlüssel. Wo hast du den her? Hatte Lever ihn? Ja, er hat ihn mir einfach gegeben. Gut, vielen Dank. Du hast mir echt geholfen. Ich habe hier was für dich. Dieser Silberpokal kam hier mal vor Jahren mit dem Schiff an. Er geriet wohl in Vergessenheit, aber er stand schon so lange im Lagerhaus, dass ich ihn dir geben kann für das, was du für mich getan hast. Ich schätze mal, mit dieser Karte kannst du mehr anfangen als ich. Ich kenne mich hier schon gut genug aus. Oh. Geil. Ich habe eine Karte für den Hafen, nachdem ich den gesamten Hafen durchkämmt habe. Was soll ich überhaupt mit der Karte vom Hafen? Hier ist jetzt nicht so viel, dass man da durcheinander kommen könnte, würde tun. So, Performance, fängst du dich mal wieder? Nein, gut. Ich probiere mal ein bisschen rum, bis in zwei Wochen, nicht nächste Woche. Nächste Woche ist ja Alien Breed und Kies dran. Aber irgendwo muss doch noch jetzt irgendwo diese Frau sein. Wo ist denn die? Wo war ich denn noch nicht? Ich war doch hier überall, hä? Hm? Ah, Moment, da unten war ich noch nicht. Hier war das, wo ich noch nicht unten war. Okay. Verdammt, was ist los? Nicht das Holzfang? Nee. Aber hier ist dann auch nichts mehr, außer Brötchen. Oh, Brötchen, jetzt lecker Brötchen. Oh. Leckere Brötchen, frisch, warm. Ach, das ist ja schön so. Die Frage ist nur. Da geht's wieder runter zum. Alter! Fast nicht mehr zu steuern. Gut, die Scheiße guckt sie eh keiner an, von daher alles. Sitzt er schon aus dem. Naja, ist sein Haus. Soll er sich hinsetzen, wo er will? Soll er sich doch hinsetzen, wo er will? Ist jetzt echt scheiße, weil ich wollte ja irgendwie nur bis Mitternacht warten. Und ach, naja. Oh. Kann ich sogar mal was mitnehmen? Von den Bahnen, die da ausliegen. Aber auch nur die Hälfte. Ein Zehntel vielleicht, ein Hundertstel. Jetzt muss ich wirklich warten, bis diese scheiß Händler hier angelatscht kommen, oder? Irgendwas ist ja immer in dem Spiel. Vier Lernpunkte, Alter.
Wenn sich das genauso erhöht wie im Hauptspiel, wird das echt ekelhaft. Also nicht im Hauptspiel, im Add-on. Im Hauptspiel hat sie das ja noch nicht erhöht. Das war... Oder ist das da der Steg? Kann ich da Salzwasser nehmen? Aber es wirkt jetzt nicht wie ein Steg auf mich. Ich guck mal. Vielleicht finde ich da noch was. Vielleicht ist da ja noch was. Wahrscheinlich nicht, aber... Nee. Ja toll, keine Ahnung, wo ich das Salzwasser hier nehmen soll. Gut, aber Hafen ist erkundet. Ich bin nur irgendwo an der Frau vorbeigelaufen. Ach. Das ist wie damals, vor Covid-19, als ich immer an Frauen vorbeigelaufen bin. Und da war die Schenke. Oh, Moment. Das wollen wir natürlich noch mitnehmen. Und da hinten drin war ich aber auch schon, oder? Zeig. Ja, da war noch. Der Typ drin ist hier irgendwo ein Bett, dass ich bis morgen schlafen kann. Ich vergesse das nämlich wieder, wenn ich jetzt weggehe. Da ist Tanja und Kehrt. I don't care. Oh Gott. Ich hoffe einfach mal, dass die Händler jetzt alle da unten stehen. Oh Gott, fängt jetzt die Pfeiferei wieder an. Achso, das ist Igor. Die ganze Zeit diesen Hut auf. Komm mal rüber. Ich habe die beste Ware im ganzen Hafen. Probier mal einen meiner saftigen Äpfel. Wirklich sehr gut. Sag ich doch. Also merke dir, wenn du etwas brauchst, kommst du zu Isere. Irgendwas Neues im Sortiment? Sie selbst. Reisbeutel. Ich habe noch Reis da. Vielleicht soll ich mal Reis machen wieder. Das ist Gustav, den hatten wir schon. Ist hier noch jemand, den wir noch nicht hatten? Was auch immer du suchst, ich habe es oder ich kann es besorgen. Sag mal, dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du neu? Ich brauchst du das so könnte man es sagen. Interessant. Nun nimm erstmal einen Blick auf mein Angebot. Wenn du Interesse an einem kleinen Job hast, weißt du, wo du mich findest. Was soll das für ein Job sein? Willst du die Hintergründe wissen? Was? Klar. Mit dem letzten Schiff war ein fremder Händler hier im Hafen und hatte äußerst seltenen roten Tränenpfeffer im Angebot. Mir war sofort klar, dass das eine sichere Sache sein müsste und ich hatte bereits einen guten Preis ausgehandelt, als Olof, dieser Bastard, plötzlich dazukam. Er überbot mich kurzerhand und stand mit leeren Händen da. Da keine Schiffe mehr kommen, wird der Pfeffer nun Tag für Tag mehr wert. Olof lässt ihn jetzt so lange im Lager stehen, bis er sich eine goldene Nase verdient. Wo komme ich ins Spiel? Nun, wenn du mir einen Sack diesen Pfeffers besorgen kannst, zahle ich dir den gleichen Preis, den ich auch dem Händler bezahlt hätte. 100 Roperi. Wenn du ja sagst, 10 jetzt und 90, wenn du ihn mir gebracht hast. Selbst könntest du den Pfeffer nie verkaufen, also denk erst gar nicht dran, ihn selber verkaufen zu wollen. Denk ruhig ein wenig darüber nach. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, komm wieder. Die kochen wir durch die Zölle schon weich. Ich mache den Job. Gut, hier hast du die ersten 10 Roperi. Hast du sonst noch Fragen? Ich kann das nicht mehr hören. Was ist an diesem Pfeffer so besonders? Komm mit dem Sack wieder, dann werde ich dir mal ein Korn geben. Glaub mir, dann weißt du es. Woher soll ich den Pfeffer bekommen? Nun, dafür bezahle ich dich doch. Aber an deiner Stelle würde ich mal den Lagerarbeiter sprechen. Ich gehe jetzt. Komm bald wieder. Habe ich nicht schon welche mitgenommen?
Was hast du anzubieten? Noch mehr Pfeffer, Salzzeit, was ist das? Gegengift. Oh Gott, man kann hier... Oh Gott, Vergiftung. Leck mich doch am Arsch. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Leck mich am Arsch. Alles klar? Ein freundliches Gesicht ist selten in diesen Zeiten. Ich bin Simon, der Fischer. Was macht die Menschen so missmutig? Es ist das andauernde Ausbleiben der Schiffe hier im Hafen. Wir sind hier viel Abwechslung gewohnt, aber ohne Schiffe kommt kein Leben in die Stadt. Die ganzen Seeleute, die hier rumgammeln, ziehen die Stimmung nur noch weiter nach unten. Wo du gerade hier bist, kannst du für mich etwas erledigen? Worum geht's denn? Wenn ich mein neues Schiff habe, dann brauche ich auch ein größeres Netz. Bis jetzt hat Tönis, der Schneider aus der Stadt, immer meine Netze gemacht. Geh zu ihm und gib das Netz in Auftrag. Ich sage es ihm, wenn ich ihn finde. Danke und lass dir ruhig Zeit. Bis mein Boot fertig ist, dauert es noch etwas. Damit du auf dem Weg nicht verhungerst, habe ich auch noch ein paar Roperi für dich. Na, wie kann man essen? Sagt mir das denn keiner. Das freie Lager wird nicht mehr allzu lange stehen. Fürst Albrecht wird dafür besorgen. Ja. Freie Lager ist sowas ähnliches, kann ich verstehen. Vermutlich so ähnlich wie die Banditen. Irgendwas. Sie selbst. Lass uns mal abwarten, was da passiert. Kann ich den einfach so verkaufen? Die im freien Lager irgendwas. Denken, sie selbst. Können machen, was sie wollen. Okay. Passt das jetzt? Meine Meinung kennst du ja schon. Ich habe dich beobachtet. Du hast die Serie den Brief runtergeschoben. Und? Ich bin dir einfach nur sehr dankbar. Ich weiß zwar nicht warum, aber durch diesen Brief hat sich für uns alles verändert. Seit... Ich habe den Brief nur übergeben. Du hast ihn nicht geschrieben? Nein, das war Julius. Als Dank solltest du ihn von nun an besser behandeln. Das werde ich. Genau, alles verändert, was? Zwei Sekunden. Sie hat den Brief bestimmt. Was? Mich fragt ja keiner. Wir kommen hier ständig Ratten. Wieso gehen die Leute mir total ab, wenn ich eine Ratte töten will? Hm, weiß auch keiner. Kann's losgehen? Klar, ich habe auf dem Rundweg Münzen verteilt, die du als Beweis aufsammeln musst, dass du es geschafft hast. Alles klar. Und wo muss ich herlaufen? Die erste Münze findest du vor dem Leuchtturm. Von dort aus springst du ins Wasser und schwimmst zum rechten Ende der Insel. In der Mitte und am linken Ende findest du je eine weitere Münze. Von dort schwimmst du zurück zum Steg. Dort findest du die letzte Münze. Hast du alle fünf Münzen gefunden, bin ich das letzte Ziel. Los, die Zeit läuft. Das ist doch nichts Neues. Was? Ich hab mich. Was? Wie soll ich das denn finden? Zum Leuchtturm? Oh Gott. Ich habe natürlich nicht gespeichert, bevor ich ihn angesprochen habe, Idiot. Leuchtturm, Leuchtturm. Ich muss ja erstmal die Münzen finden, Junge. Wie unfair ist das denn? Also zum Leuchtturm, okay. Bin jetzt schon so langsam, oder? Wie viel Zeit habe ich? 3 Stunden? Ich glaube schon 3 Stunden. Jetzt geht's schon wieder, die Performance. Also besser als jetzt. Geht es immer noch so ein bisschen relativ. Scheinbar kommt das Spiel nicht damit klar, dass es Nacht ist. Ja. Und wo ist da jetzt eine Münze? Ach, da ist eine Münze. So, von da muss ich wohin? Gute Nacht. Ja, ich würde auch nicht mehr so lang machen. Ich habe doch nicht... Ja, Moment. Spaß haben wir's. In der Mitte und rechts auf der Insel. Welche Insel? Links in der Mitte? Die Insel? Welche Insel meint denn der jetzt? Die Insel? Die Insel da draußen?
nicht, aber der Delfin war noch da. Das ist noch gelogen. Ich sollte nicht ständig rechts drücken. Meine Insel da hinten? Ich bin verwirrt. Als ob ich jetzt noch wüsste, was der meint. Ich kenne mich doch nicht aus. Nee, ich glaube, hier liegt dann nichts. Liegt hier irgendwas? Also wenn, dann sehe ich es auf jeden Fall nicht. Was ist das Grüne da? Ist irgendwas Grünes? Da hinten ist noch eine Insel, aber das ist noch nicht gemeint, oder? Ich bin mir nicht sicher, was er meint. Ja, ins Wasser springen, aber das ist halt auch... Finde mal diese scheiß Münzen. Auf welcher Insel denn? Na komm. Also nochmal, schon bei den Gästen ist vor dem Leuchtturm. Drei Weile links in der Mitte und rechts auf der Insel. Die letzte Insel. Links in der Mitte und rechts auf der Insel. Nee, das hier ist definitiv nicht gemeint, fürchte ich. Da unten eine Münze. Nee, sieht auch nicht so aus, ob hier eine Münze wäre. Kann das natürlich nicht ausschließen. Ja, wer hat gesagt, ins Wasser springen? Nee. Oh, come on. Die findest du doch nie. Ja, so wollen wir Schluss machen. Vielleicht kann ich bis nächste Woche ein bisschen an die Performance drehen. Wahrscheinlich nicht, aber... Was war denn das Grüne da? Hm. Okay, vielleicht doch die Insel da hinten gemeint. Also, das heißt, ich muss jetzt bis dahinter schwimmen und... Ich schwimme einfach mal dahinter und guck mal nach. Scheint mir ein bisschen weit weg. Aber okay. Geht das überhaupt? Kann man schwimmen mit Speedtrank? Ja. Will ja auch nichts sagen, aber wenn man nicht weiß, wo man hin muss, ist es nicht so leicht zu gewinnen und irgendwie schon ein bisschen verarsche. Ich bin der beste Sportler, weil niemand weiß, wo ich meint. Ah. Doch hier. Das weiß ich ja keiner. Sind die alle drei hier? Wie war das? Links in der Mitte und rechts auf der Insel. Sind die jetzt alle auf dieser Insel oder... Links in der Mitte. Ah, Münze. Also doch die Insel gemeint. Da muss auch rechts eine liegen. Irgendwo muss hier auch eine Münze liegen. Irgendwo. Ja, aber wo? Wo ist die Frage, ne? Ja, wo? Nee, komme ich doch nicht hoch, okay.
komme ich da hoch? Ah, kommen wir doch hoch. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Liegt denn da eine Münze rum? Wo ist denn die Münze? Muss noch eine Münze liegen. Ah. Ah, es ist doch kein Weg, nicht. Na gut, ich hab noch Zeit. Dann zurück am Steg war die letzte Aussage, ne? Letzte findet sich am Steg. Der Steg ist da vorne, nehme ich an. Ich nehme zumindest an, dass das der Steg ist. Vielleicht gibt es auch irgendwo eine Bude, wo ein Steg ist, aber... Uff. Okay. Das würde ich auch weniger als Insel, mehr als Felsformation sehen, aber okay.